Der Workshop, den wir heute hier machen, war gedacht, um über diese Fragen von Zeitlichkeit fossiler Energiequellen zu sprechen. Und das aber im besten Fall wirklich praktisch erfahrbar zu machen. Also an einem Prozess, den man gemeinsam wirklich auch umsetzt und selber mitmachen kann. Mal zu gucken, was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen, bei denen man zum Beispiel Holzkohle gewinnt. Das Kühlen ist eigentlich ein Hitzeprozess, der unter Sauerstoffabschluss passiert. Das heißt, aus Holz wird Holzkohle, aus Knochen wird Knochenkohle, die dann auch für die Ewigkeit haltbar sind. Also mir war es einfach wichtig, dass die Leute sich mit dem Ort verbinden, und deswegen haben wir am Anfang kleinere Objekte gesammelt und das haben wir dann tatsächlich nochmal aufgezeichnet und vermessen. Einfach um hinterher diesen Prozess des Kühlens, der ja die Objekte um 30% schrumpfen lässt, um das dann auch nochmal vergleichen zu können. Die kleinen Objekte, die werden dann in solchen Dosen gekühlt ins Feuer getan, und auch da kann man ganz gut beobachten, wie dann durch die kleinen Löcher das Holzgas ausströmt, wie dann das Holzgas brennt. Dass man hält halt dieses kleine Stück Kohle einfach in so einem kurzen Bruchteil der Sekunde in seiner Hand fest. Und das, finde ich, ist dann auch immer so eine Analogie eigentlich zu unserer Welt, in der wir leben, die einfach auch so unglaublich zerbrechlich ist. Und im Vergleich zu den Jahrmillionen spielen wir halt irgendwie so einen Bruchteil einer Sekunde hier auf dieser Welt mit. Und dieses Vergängliche, aber auch dieses Flüchtige, das ist eigentlich eine ganz schöne Analogie oder auch ein ganz schönes Bild für ja, diese menschliche Zerbrechlichkeit. Das finde ich so toll an ihren Werken, dass sie einem auch auf eine sehr intuitive Art und Weise diese Zeitprozesse näher bringt. Kunst hat für die Frage von Naturwissen, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle. Und zwar merken wir ja alle so angesichts der aktuellen Krisen, dass wir so an die Grenzen der Wahrnehmung kommen und gleichzeitig von so einem großen Ausmaß wir da eigentlich sprechen, und es ist ganz schwer, sich da auch individuell in Beziehung zu setzen. Und ich glaube, dass Kunst die Möglichkeit liefern kann, diese Form von Erfahrbarkeit zu generieren. Die Kunst arbeitet sich eigentlich immer nach dem Abbild der Natur ab. Also eigentlich schauen wir uns das dort ab, übertragen es natürlich dann in die heutige Zeit und auch in die heutigen Medien und Mittel. Aber ganz vieles ist ja schon dort zu finden, und das machen wir uns quasi zunutze. Deswegen war es für mich super berührend, dass so viele Teilnehmenden heute hierher kamen und auch sich an dem Ort so wohlgefühlt haben und wir hier eine gute Zeit miteinander hatten.